glaube, dass der niedrige Erdgas im Energiekonzept der Bundesregierung unterbewertet ist. Er spielt eine wichtige Rolle als Brückentechnologie für die Zukunft, und zwar nicht nur im Wärmebereich, sondern durchaus auch als Brückentechnologie im Strombereich. Das ist meines Erachtens idealer Partner für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Zunächst mal führt, glaube ich, das, was in Japan gerade passiert, dazu, dass wir einen neuen energiepolitischen Konsens in Deutschland brauchen und vor diesem Hintergrund auch alle Energieträger neu bewerten müssen. Und das wird meines Erachtens dazu führen, dass die Bedeutung von Erdgas und dann auch von Biogas im Verbund mit Erdgas eher steigen wird und die Bedeutung der Kernenergie naturgemäß dann eher zurückgehen wird. Dann war das ja hoffnungsvolle Energieträger, die das Potenzial haben, auf der Basis von heute verfügbaren Technologien einen maßgeblichen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten. Insofern hoffe ich, dass alle Technologien, dass die beiden Technologien insbesondere in der Zukunft verstärkt eingesetzt werden.